Professionell zaubern tue ich seit meinem 19. Lebensjahr erst. Man muss es lieben, die Leute zu unterhalten. Man muss es mögen, die Leute zu verblüffen. Und dann kommt man zur Zauberkunst. Also das Faszinierende an der Zauberkunst ist das Gefühl, das entsteht, wenn für einen Augenblick das eigentlich Unmögliche möglich wird. Und je besser mir das als Zauberkünstler gelingt, desto stärker ist auch der Effekt auf mein Publikum. Ich habe mich in den letzten Jahren auf den Bereich Close-Up-Zauberei spezialisiert. Close-Up ist ein englischer Begriff und bedeutet sinngemäß Nahaufnahme oder Großaufnahme. Deswegen auch mein Motto: Zauberei hautnah. Und das Faszinierende hierbei ist, dass der Zuschauer wirklich aktiv dabei ist. Das heißt, er wird in das Kunststück involviert. Er hält teilweise die Gegenstände, die Kunststücke werden am Tisch vorgeführt oder auch im Stehen innerhalb einer kleinen Gruppe. Und er hat wirklich das Gefühl, dass er dabei ist, anstatt einfach nur daneben zu stehen. Ich achte sehr auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. Das heißt, ich trete in Anzug und Krawatte auf und bin äußerlich daher oft gar nicht von meinem Publikum zu unterscheiden. Das ist aber auch so gewollt. Dann, wenn ich eine Gruppe lokalisiert habe, 8 bis 10 Leute vielleicht, dann gehe ich hin, stelle mich höflich vor und frage, ob ich etwas magisch zur Unterhaltung beitragen darf. Das heißt also, für mich ist es ganz wichtig, dass ich immer maximal Rücksicht nehme auf eventuell wichtige Kundengespräche, die dort stattfinden, wichtige Geschäftsvereinbarungen und in keinem Fall in irgendeiner Form dort zu stören. Also ich liebe das Becherspiel, mit das älteste Zauberkunststück, was es überhaupt gibt. Ich liebe auch das Ringspiel, was ich in einer kleinen Version für den Tisch in meinem Repertoire habe. Und ganz speziell liebe ich auch das Kartenkunststück. Meine Art zu zaubern ist geeignet für Veranstaltungen als zusätzliche Unterhaltung, also nicht als Bühnenact, sondern ich arbeite mich ja von Gruppe zu Gruppe durch das komplette Publikum durch. Deswegen werde ich auch oft für einige Stunden direkt engagiert, wenn es ein Publikum von 100 oder 200 Gästen ist.